Es ist 8. Der S3 Nachrichten. Widersprüchliche Angaben über eine bevorstehende Hinrichtung des irakischen Ex-Machthabers Saddam Hussein herrscht Unklarheit. Und in letzter Minute, im Gasstreit mit dem russischen Gazprom-Konzern, hofft Weißrussland auf eine Lösung am Verhandlungstisch. Am Mikrofon Penelope Künis. Die Meldungen über eine mögliche bevorstehende Hinrichtung des irakischen Ex-Diktators Saddam Hussein widersprechen sich. Saddam werde immer noch von den amerikanischen Besatzungstruppen in Irak bewacht, heißt es aus dem US-Außenministerium in Washington. Kurz zuvor hatte Saddams Hauptverteidiger erklärt, der zum Tode Verurteilte sei unterdessen den irakischen Behörden übergeben worden. Damit könnte das Todesurteil gegen den 69-Jährigen noch vor Beginn des islamischen Opferfestes morgen vollstreckt werden. Auch ein Richter des Berufungsgerichts, das die Todesstrafe gegen Saddam letzten Dienstag bestätigt hatte, spricht von einer baldigen Vollstreckung des Urteils. Er soll als Vertreter der Justiz bei der Hinrichtung durch den Strang dabei sein. Saddam werde heute oder morgen gehängt, sagte er. Im Gasstreit zwischen dem russischen Konzern Gazprom und Weißrussland ist eine Regierungsdelegation aus Minsk nach Moskau gereist. Dadurch wurden Spekulationen genährt, eine Einigung könnte doch noch vor Jahresende zustande kommen. Offiziell beharren beide Seiten auf ihren Standpunkten. Der weißrussische Präsident Lukaschenko lehnt die Forderung von Gazprom ab, ab Neujahr gut zweimal so viel wie bisher für das russische Erdgas zu bezahlen. Auch im zweiten Streitpunkt gehen die Meinungen auseinander, mindestens offiziell. Gazprom möchte die Kontrolle über die Transitleitungen in Weißrussland übernehmen. Die Regierung in Minsk lehnt dies ab, würde sie doch ein Druckmittel aus der Hand geben. In Westeuropa löste der Erdgasstreit Befürchtungen über mögliche Lieferausfälle aus. Beim Untergang zweier Boote vor der Küste Jemens sind nach Angaben der UNO wahrscheinlich mehr als 150 Kriegsflüchtlinge aus Somalia ums Leben gekommen. Bestätigt ist zwar nur der Tod von 34 Menschen. Die 123 Vermissten hätten aber kaum eine Chance gehabt zu überleben. Als sich die Flüchtlingsboote der jemenitischen Küste genähert hätten, habe die Armee auf die Schlepper geschossen und die Boote seien gekentert. Das Wetter. Es bleibt oft sonnig. Über dem Mittelland liegt etwas Nebel, tagsüber ziehen aus Westen zunehmend Wolkenfelder auf. Die Werte liegen zwischen 1 und 9 Grad. Das waren Nachrichten von Schweizer Radio DRS. Verantwortlich Remo Pagani. DRS 3.